G-Man Fight Night hier in Ludwigshafen, Friedrich-Ebertal. Neben mir Daniel Dietz, der natürlich im Schwergewicht ein weiteres TKO geholt hat. Dritte Runde, Wahnsinnskampf. Erzähl uns mal dein erstes Gefühl. Wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Ich war überrascht. Ich habe sehr harte Hände getroffen. Hat er genommen. Respekt an den Gegner da. War auch überrascht. Er ist nach vorne gestürmt. Wollte mich überraschen. Ich hatte zum Glück die Deckung oben. Habe dann in der zweiten Runde reingefunden. Auch das erste Mal am Boden gehabt. Und dann wusste ich, okay, nächste Runde mache ich das Ding zu. Du kommst ja ursprünglich aus dem Kickboxen, hast dort einige Titel geholt, bist jetzt längere Zeit schon im Boxen unterwegs, hast Rainer an deiner Seite. Wie war die Entwicklung für dich und wo bist du gerade, an welchem Punkt deiner Karriere bist du gerade? Also ich sag mal, der Umsprung von Kickboxen zu Boxen war sehr, sehr schwer, gerade alles wegzulassen. Boxen ist viel mehr mit Movement vom Oberkörper, was beim Kickboxen durch die Knie ja nicht so ist. Bin gerade in der Entwicklung vom Kickboxer zum Boxer. Ich habe jetzt tolle Techniken von meinem Trainer Peter Schmidt gelernt. Jetzt brauche ich sehr viel Erfahrung, keine Amateurkarriere, um diesen Schlüssel zu finden, der das Boxen eröffnet. Ich habe heute wieder gemerkt, ich versuche hart zu hauen, verkrampft. Und wenn ich dann reinkomme, haue ich die Dinger locker, auf einmal viel mehr Schlagkraft, schneller. Und ich musste auf jeden Fall noch Erfahrung sammeln. Also ich würde sagen, ich bin im sehr, sehr guten Aufbaustadium. In ein, zwei Jahren kann man dann schon den Weltmeister sich holen. Apropos Erfahrung, du warst bei Usyk im Trainingscamp als Sparringspartner. Das war mit Sicherheit viel Erfahrung. Erzähl uns mal ein bisschen, wie war denn die Zeit dort vor Ort und was hast du dort für diesen Kampf mitgenommen? Also das erste Mal war ich in Polen bei ihm, da habe ich mich gut präsentiert. Bin jetzt Stammsparringspartner, war jetzt das dritte Mal da. Ich habe ihn für Tyson Fury vorbereitet, ähnliche Körpermaße. Dementsprechend waren nur 2 Meter Leute da. Wir haben uns viel ausgetauscht, es war richtig, richtig cool. Überall ging es nur ums Boxen beim Essen. Wir hatten ein richtig supportiges Team, jeder hat jedem geholfen, hat sich Sachen gezeigt. Jeder hat seine eigenen Tricks. Da hat man ein bisschen geschaut, okay, wo steht man überhaupt? Und da habe ich definitiv gemerkt, jeder will ja Weltmeister werden, das ist der große Traum. Und da habe ich gemerkt, ich habe keinen Traum, sondern ein Ziel. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und ja, jetzt geht es Schritt für Schritt weiter. Wo sehen wir dich als nächstes, Daniel? Was ist dein nächstes Ziel? Also wir wollen jetzt, ich bin ja bei der IBF jetzt gelistet für den Intercontinental-Titel. Den wollen wir angreifen. Vielleicht international, vielleicht ein Weltmeister von der IBO. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das macht alles Rainer Gottwald, The Brain. Ja, der hat das richtig drauf und da lasse ich mich selber überraschen. Wir gehen jetzt erstmal 3 Monate ins Training, Technikaufbau, wieder viel, viel lernen, Erfahrung sammeln und dann melden wir uns richtig stark zurück. Wir freuen uns auf Daniel Dietz, spätestens natürlich wieder bei Rainer Gottwald, davon gehe ich aus. Ansonsten alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Kampf und bis bald. Vielen Dank.